Der keltische Baumkalender im Park zu Rorschach auf der Schweizer Seite des Bodensees. Auf meiner Keltenquest im Jahre 2008 kam ich an diesem wunderbaren Park vorbei. Fiel natürlicherweise, wie kann es anders sein, in den Bodensee, frühmorgens um 11, wurde also getauft und mich erwartete dann zu meiner hellen Freude eine ganze Reihe Tafeln über das keltische Baumhoroskop, was ich euch hiermit vorstellen möchte. Im Voraus schon vielen Dank für alle die fleißigen Initiatoren, die im Park zu Rorschach dieses Objekt hergestellt haben. Im keltischen Baumkalendarium werden den Bäumen je eine Dekade im ersten Halbjahr und eine zweite Dekade im zweiten Halbjahr beigemessen. Ausnahmen bilden der Nussbaum, welcher im ersten Halbjahr zwei zusammenhängende Dekaden erhält, und die Pappel, dem er drei unterschiedliche Dekaden aufzwingt. Grund dafür scheint die Zeit des Schamhainfestes zu sein. Außerdem erhalten die Birke, die Buche, die Eiche und der Feigenbaum nur und ausschließlich einen Tag zugesprochen. Diese Tage sind die Tage der Sommersonnenwende, Birke, der Wintersonnenwende, Buche, der Frühjahrstag- und Nachtgleiche, Eiche und der Herbsttag- und Nachtgleiche, Ölbaum. Die Zypresse, die Zeder, die Kastanie, der Feigenbaum und der Ölbaum als mediterrane Bäume finden ihren Niederschlag hier, weil sie in den Siedlungsgebieten der cisalpinen Kelten, also auch der Galater in der heutigen Türkei, ihre Heimstatt hatten. Da alles Leben, Wachsen und Gedeihen im Weltall von Licht und Wärme abhängig war und ist und immer sein wird, spiegelt sich diese ewige Erkenntnis auch in der Anordnung der 21 Bäume des keltischen Baumkalenders wider. Er zeigt, dass die Wahl der Abstände zwischen den Bäumen und dem Einfallsbereich der Sonnenenergie innerhalb exakter Grenzen große Bedeutung zukam. Der ewig wechselnde Strom des Lebens, der sich mit jedem Frühjahr erneuert und sich mit dem Beginn des Winters auf eine Ruhepause einstellt, ist nach wie vor bestimmend für das menschliche Leben. Darum werden den in den jeweiligen Dekaden Geborenen auch die Eigenschaften der einzelnen Bäume zugemessen. Wobei die Eigenschaften der Ersthalbjährlinge von denen in der zweiten Jahreshälfte Geborenen abweichen können. Oftmals sind die Eigenschaften im ersten Halbjahr wegen des aufkommenden Jahres leichter und luftiger als diejenigen Eigenschaften derer im zweiten Halbjahr Geborenen. Kreisförmig, mit in den Jahreszeitenablauf eingebundenen 21 Bäumen, mit Frühling, mit Sommer, mit Herbst und mit Winter. So sahen die Weisen unserer keltischen Vorfahren das Naturgeschehen. Sie zeigen auch auf, und das gilt für heute und für alle Ewigkeiten, dass wir ein Teil der Natur sind, dass wir ein Teil der unendlich schönen Schöpfung sind. Wir wollen uns bewusst sein, dass sich Tag und Nacht Vorgänge ereignen, welche uns krank, aber auch andere, wichtigere, die uns gesund machen können. Unsere Stärken zu ergründen, mit diesen Stärken leben und über manche Schwäche zu lachen. Dazu kann auch der keltische Baumkalender helfen.
So wie der keltische Baumkreis, so sind auch wir alle in eine kosmische Ordnung einbezogen, der wir nur Genüge tun können, wenn wir ein gutes, aber auch naturnahes Leben führen und uns gegenseitig achten und schützen. Das gilt für die zwischenmenschlichen Beziehungen wie auch für die Beziehungen zu unserer Umwelt. Schützen wir beide und gewinnen wir Kraft und Stärke auch aus dem keltischen Baumkalender. Und wer ganz geschickt und ganz interessiert ist, sucht sich von seinem ihm zugehörigen zugesprochenen Baum einen Ast, einen abgestorbenen Ast, schneidet diesen in 24, 25 kleine Scheibchen, poliert sie fein und fleißig, prägt darein die Runen, die germanischen Runen und benutzt diese als seine Talis, Männer und Frauen, benutzt sie als seine treuen Gefährten auf dem Weg durch das Leben. Warum sagt ein Kelte, dass man germanische Runen benutzen kann? Wir keltischen Wissenden haben uns auch mit den germanischen Weisen über lange, lange Zeit verständigt und gegenseitig auch unser Wissen ausgetauscht. Und um dieses Wissens willen und um dieses Lebens willen ziehe ich jährlich einmal zwischen ein und zwei Wochen über nachgewiesene keltische Plätze in Deutschland, Österreich, Frankreich und habe es mir zur Aufgabe gemacht, aus den geschossenen Fotos, die überhaupt nicht für diesen Zweck gedacht waren, man verzeihe mir die Datum-Einblendung und gebe vielen die Möglichkeit, Stätten aufzufinden, die sie persönlich zu Fuß sicherlich sehr, sehr selten gefunden haben. Mit keltischen Grüßen verbleibe ich und wünsche allen eine gute Zeit.